Hallo und herzlich willkommen zu Part 29. XCOM 2 hier. Man kann da schön bis in den Wald reinzoomen. Wollte ich gerade mal ausnutzen. Wir haben einfach ja, mehr Zeit, die abläuft, mehr Projekte, die unterwegs sind. Wir machen weiter Fortschritte. Eine Nachricht vom Widerstand. Es gibt einen neuen Einsatz. Vorräte und Informationen. Wir müssen ein Fahrzeug neutralisieren. Es gibt neun Gegner, Torwächter, Phantom. Ich meine, ich denke, das kriegen wir hin. Und mehr Ressourcen sind mir natürlich immer willkommen. Wir haben eine relativ starke Truppe auch. Geben alles frei. Haben wir dann einen Sniper? Haben wir einen Sniper? Ja, du bist Sniper. Du bekommst da noch. Bringt das was, ihm das Ding zu geben? Geht das auch für seine Pistole? Interessant zu wissen. Und dann kriegst du noch eine Weste, damit der Sniper relativ gut dasteht. Wir haben dann zwei Healer, das passt. Sie kann vorausscouten und sie ist auch mit unterwegs. Sie hat, glaube ich, schon die bessere Rüstung. Stimmt, wir haben noch eine persönlich ein PKS, aber das machen... Oh mein Gott, plus 3 Mobilität. Das machen wir erst, wenn wir Europa als Kontinent haben, weil dann geht da noch mehr. Aber wir können eine Magazinerweiterung machen. Und nur um plus 1... Ansonsten überragendes kritische Trefferchance. Ist das schon das bessere, die bessere Schrotflinte? Ich glaube noch nicht. Können wir euren Waffen vielleicht nochmal einen Boost geben? Ne, er hat die Dinge drauf. Wie sieht es bei dir aus? Nein, das ist das PKS. Er hat auch Schüsse machen Schaden, kostenlose Sofort-Kills. Das nur klebt auf deinen Waffen. Ah, da ist noch Platz. Ich meine, das ist eine normale Magazinwertung, könnte ich fast ihm geben. Und eine Zielsicherheit plus 10% für den Sniper. Und dann können wir noch ein Magazin dran klatschen. Dann sieht die Waffe noch ein bisschen mehr aus. Kann der Sniper damit ein bisschen mehr machen. Weil er eben auch den Skill hat, dass er rundum schießen kann. Dann ist vielleicht ein vierter Schuss gar nicht so verkehrt. Bei ihr hoffe ich immer noch, dass ich so eine überlegene Munitionsverbesserung kriege. Dass wir sie irgendwie um 3 weitere Schüsse boosten können. Das wäre ziemlich lustig. Weil dann geht ordentlich die Party ab. Okay, das ist nur ein schwerer Einsatz. Wir haben eine starke Truppe. Wir haben Medikits und Damage mit dabei. Auf geht's. Also, schwarzer Bildschirm. Nein. Zu viel Escape gerade gedrückt. Ich mag das Spiel nicht. Manchmal lassen sich damit Sachen unterbrechen, aber auch nicht immer. Manchmal geht einfach das Pause-Menü an. Okay, die haben einen feindlichen VIP, den wir gefangen nehmen können. Interesting. Das schauen wir uns natürlich gerne mal an. So, wo ist Kartenrand? Da ist Kartenrand. Da ist Kartenrand. Wir starten meistens unten rechts. Da habe ich das falsch im Blick. Wie weit kann ich mich vorwagen, ohne dass das eine Katastrophe wird? Plasma-Lanze. Ja, ein ziemlich mächtiges Scharfschützengewehr. So, dank unseres tollen Bonus, dass wir nicht aufgedeckt werden, solange wir versteckt sind. Kann ich hier einfach mal ein bisschen die Umgebung abchecken.
Ihr bleibt einfach mal hier. Hier können wir noch ein bisschen mehr laufen. Aber mit ihr eher auf dem Dach, weil immer wenn Zivilisten mit in die Nähe kommen, wird das nicht so lustig. Okay, das ist das Fahrzeug. Da sind die Feinde. Die ersten Feinde zumindest. Den Rest. Wir gucken erstmal noch. Wir haben ja keinen Zeitdruck gerade. Ich hoffe, da unten sind keine... Ich habe immer Angst, wenn man sowas runtergeht, dass unten Zivilisten sind. Die ihn dann aufdecken. Da gibt es nochmal so einen Turm, den man hacken kann. Ich glaube, ich habe meine Hacker. Ich habe meine Heiler dabei, nicht meine Hacker. Die können das nämlich nicht. Wobei, ne, hacken sollte ja automatisch gehen. Schicken einfach mal rüber und hoch, dass wir quasi nochmal ein Dach für uns haben. Können wir unten durch die Scheiben gucken. Hier, das sind Zivilisten. Sind halt auch in einer random Stadt irgendwo. Da ist ein Codex mit dabei. Ein Mac. Vielleicht geht's noch da hoch. Okay, ne, da ist auch schon Ende Gelände. Alles klar. Okay, wir können die... Das ist die VIP-Person. Die VIP-Person steht dahinter. Okay, die stehen auf dem gleichen Feld. Sehr schön. Das heißt, mit Sprengstoff könnte man direkt alles hier zerlegen. Ja, wir haben gar nicht mal wirklich Sprengstoff dabei, tatsächlich. Der Turm ist ja stationär. Der sollte mich nicht aufdecken. Ah, okay. Und da ist die Kugel. Gedanke ist gerade, wenn ich mich hier... Kann ich das Ding hacken? Ich komme nicht hier ran. Ich glaube, ich bin zu weit weg noch. Ich weiß gerade wieder nicht, ob das so sinnvoll war, weil ich habe immer Angst bei deren Überwachung, dass sie dann Blödsinn betreiben. Ja, wir könnten mit ihm reinmaschinen und uns einen Ionensturm starten. Das würde schon mal alle etwas verwirren. Unten wäre halt auch so ein Turm, den man abchecken könnte. Und... Er muss eigentlich auch nach vorne, um... Okay, das ist... Ah, okay, nur die Felder haben Deckung. Alles klar. Wenn da so ein kleines Schild da vorne steht. Ne, wir warten erstmal. Das ist schlecht. Okay, jetzt müssen wir fast loslegen. Jetzt so, dass wir da alles kaputt machen. Haben wir noch irgendwas, was mehr Splash Damage auf einmal anrichten kann? Ah, er kann das Hacken versuchen. Nur gerade keine gute Zeit für sowas.
Ich meine, er kann da fröhlich draufballern. Jetzt ist die Heckerei zu spät, Kollegen. Ich glaube, das Sinnvollste ist, mit ihm einfach reingehen und einen Ionensturm zünden. Weil er killt dann aber nichts. Vielleicht auch nicht, weil er hat noch nicht genügend Psi-Power. Ist das mir gerade zu kritisch? Das heißt, der beste Part wäre, mit dir mit Konfrontation anzufangen. Weil dann kann er gleich mal auf 4 Leute bei. Die unten triggern wir wahrscheinlich eh. Also einmal. Crit ist auch gut. Also es war schon mal mächtig Damage, was wir da ausgeteilt haben. Genau, das Ding lohnt sich. Das macht es aber auch einfacher zu zersäbeln für uns. Alles klar. So, wir haben noch einen Haufen Züge zur Verfügung. Können wir das mit ihr so... Nee. Aber das, da haben wir nicht genügend Damage dafür. Wollte eigentlich den... Genau, sie. Das schaffen wir auch nicht. Schaffen nicht ganz den Winkel, den wir brauchen. Doch, so schaffen wir den Winkel. Das könnte nur einfach Peng machen. Das schauen wir mal. Ich hoffe, der explodiert nicht. Okay, es hat nur 2 Schaden hinten gemacht. Das heißt, das Viech teleportiert nochmal. Hier ist Entdeckung. Was haben wir denn noch im Angebot? Er hat seine Aktion bereits verbraucht. Wir könnten vorwärts gehen und einen Flammenwerfer auspacken, aber der lag jetzt nicht so sinnvoll. So, sie ist ja noch gar nicht aufgedeckt. Ist ja noch gar nicht aufgedeckt. Du hast von hier schon 100% auf das Ding. Und auf das Ding. Und auf das Ding. Kannst du denn auf alles 100% haben? Wenn du auf den Mech 100% hast, dann wird das auf jeden Fall unser Primärziel. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Weil dann kann der nicht meine Leute von hier oben runtersprengen. Codex weg. Oder du kannst nochmal schießen. Umso besser. Wir könnten einfach das ausschalten. Einfach auf den schon mal einen Tarnschuss absetzen. Und die Waffe schreddert ja jetzt auch Rüstung. Macht die Sache deutlich angenehmer. Wir haben noch einen Codex. Hat das keine Wand mehr. Okay, kein schlechter Start, würde ich mal behaupten. Für unseren ersten Zug. Wahrscheinlich die Psi-Bombe. Na, Klassiker. Okay, trifft nur 2. Trifft nur 2.
Er schildet, aber damit hauptsächlich sich selbst. Das ist ja von seinen Kollegen lebt nicht mehr viel. Können wir das Ding einfach disablen? Ja, können wir. sind 100%. Dann kann sie auch mal ihr Schwert wieder auspacken. Kann man nämlich hier noch unseren Heck auspacken. Wir haben ja 11 Züge. Notfalls können wir den VIP immer noch umschnipen. Zählt den feindlichen Willen um 50%. Ach, das ist das Feedback, das wir damit kommen. Wir können uns nochmal auffüllen. Yeah. Tadam. Das hat automatisch selber auch nochmal einen kompletten Move. Ja. Er darf einfach nochmal. Gekrittet. Oh, Bonusaktion. Tschüss. So, laufen und nachladen. Sie gibt hier einfach gerade ein bisschen Vision. Das ist schon okay, da laden wir dich nochmal nach. Die Geschichte gilt für dich. Ihn bringe ich mit Absicht in die Richtung, um an den einen Turm ranzukommen. Ja, stimmt, dich haben wir ja auch noch. Jetzt mal den Geist probieren. Können wir so Psy-Geist erzeugen? Du kannst auch noch hoch. Der hat ja auch ihre, den ganzen Kram zurückgesetzt bekommen. Genau, das Ding ist weg. Mr. Sniper. Wir haben 100 Damage, 100% auf das erste Phantom. Wir wissen, die Kugel ist ein Problem, aber... bei Notfalls können wir sie auch noch mit aufdecken. Wir mal. Das war keine schöne Position für dich, aber
Ja, wenn wir das Phantom wegmachen, machen wir das Phantom weg. Du das mal aufheben? Ne, er kann das nicht aufheben. Das heißt, du stellst dich dem einfach mutig entgegen. Stellen dich ganz offensichtlich ran, weil das Viech ist es mir eigentlich ziemlich egal. Säbeln wir dann nochmal drauf. Wir müssen die Rüstung von dem Ding loswerden. So, du allerdings. Ich krieg dich nicht ganz hinter das Auto. Muss jetzt erst noch was anderes machen. Die dämliche Rüstung von dem Viech loskriegen. Müssen wir es aber erstmal treffen. Deckung ist schwierig. Guck mal, volles Magazin entleeren, dass wir die Rüstung da runterballern. Gut. Oh, sehr schön. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, du kommst nur mit dem. Nur zu dem mit dem Schwert. Schade. Ah, du hast keine Munition. Wem würdest du deinen Zug geben? Sniper. Nee, das geht auch nicht. Nee, wir laden dich mal nach. Ich kann trotzdem noch einen Schuss versuchen. Ah, ein Streifschuss. Ein zweiter mit Streifschuss. Was ist diese ständige taktische Analyse? Jetzt macht... Was? Tor? Never mind. Gut, dass wir das Ding direkt daneben gestellt haben. Okay, die meinen ja gar nichts Sinnvolles in ihrem Zug. Kann ich das Ding immer noch nicht hacken? Deprimierend. Nein, nicht den. Phantom können wir angehen. Okay, es verschwindet dann. Gut, wir sammeln den mal kurz auf. Fortschrittlicher Mehrlader. Ich glaube, das ist was relativ Gutes für mich. Und dann säbeln wir das noch auseinander. So, guten Tag. Wir hätten Sie gerne als Geisel. Einmal nachladen und bunkern. Das gilt für den gesamten Trupp. Also, ist da noch was draußen? Wir sehen gerade eigentlich nur noch den einen. Den einen VIP von denen. Ah, okay. Wir müssen alle Einheiten evakuieren. Das ist noch der Punkt. Ja, gut, das kriegen wir hin. So, wo ist denn? Da, überwältigen. Klonk. Einmal aufheben.
Ich glaube, das ist lebend mehr wert als tot. Der Rest ist ein munteres Vorwärtslaufen. Die Map geht ja eh nicht mehr groß weiter in die Richtung. Stellen Sie mal kurz aufs Dach. Ich das Ding nicht hacken kann, irritiert mich. Wann kann man die Decke hacken und wann nicht? Bin ich mir irgendwie gerade nicht so ganz sicher. Ah, da kommt Unterstützung. Nicht sicher, ob die Leute wissen, was sie da tun, wenn sie Unterstützung anfordern. Ich stelle das mal so hin, dass es eine schlechte Idee ist. Er kann noch sprinten. So, und du kannst schon mal abhauen. Damit ist VIP schon mal extrahiert. Da kommen jetzt nochmal Gegner vorbei. Dann gucken wir, dass wir da noch ein bisschen reinballern können. Ein Mech und zwei Soldaten. Sag ja, die werden keinen Spaß haben. Vor allem jetzt diesen... Stimmt, die haben jetzt das Teil, dass die ihren Zug nicht haben, wenn die uns entdecken. Das ist ja jetzt erledigt. Oh, wow. Gut, uns jetzt... Zielgenauigkeit auf die Distanz könnte besser sein. Okay, auf was zur Hölle schießt ihr eigentlich alle? Was war das denn bitte gerade? Die sind einfach irgendwo, irgendwie überall hin. So, du, weil du hast Rüstungsbrechen. Guten Tag da drin. Oh, der lebt noch. Wir haben den Sniper ja auch noch. Wir haben den Sniper ja auch noch. Ja, machen wir einfach Quick Kill auf das. Unterstützung als nicht die smarteste Idee. Er lebt noch, oder? Bei deinem Hitpoint? Jo. Alter, er kloppt sie halt nochmal echt um mit 8 Damage. Uncool. Wirklich uncool. Alles wegen einem Hitpoint. Achso, sie ist noch bewusstlos. Naja, sie steht schon wieder auf. Da müssen wir sie aufheben. Na komm. Gut, der Damage hätte jetzt nicht sein müssen, aber... Aber es ist okay. Normalerweise mit Krankenstation sollte das nicht zu lange dauern, dass sie sich wieder aufpäppeln lassen muss. Und weg damit. Wupp. Sah nicht perfekt, aber naja. Die eine Verwundung am Ende noch kassiert, weil man zu greedy war, weil man unbedingt noch das Reinforcement auch zerlegen wollte. Ach, sowas passiert dann halt.
Wunderbar, genau, wir können die Kontinent-Boni nach und nach aufsammeln. Wir kriegen auf jeden Fall, okay, 4 Tage. Ist nicht so schlimm, ihr seid auch müde. Und... Ah! Hallo! Sieht nicht happy aus. Ah ne, Mehrlade ist... Okay, Mehrlade ist dieser Instant-Kill. Informationen und Vorräte. Aber ich kriege jetzt mal keine Option, dadurch, dass wir den jetzt gefangen genommen haben. So, wir haben wieder Vorräte. Wir kümmern uns um... Ja, was, da waren gerade noch... Oh, Alien-Legierungen. Das ist schön. Aber wir haben noch einen Turm, den wir errichten müssen. Genau, wollte hier gerade noch gucken. Zugewiesener Ingenieur und ungenutzte Illyrium-Kanne, alles klar. Erstmal 2 Tage das Ding fertig bauen. Dann schnappen wir uns die Alien-Legierungen. Wir bräuchten hier Illyrium. Am Illyrium mangelt es uns gerade eher. Wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen Alien-Loot quasi kriegen. Das gibt uns nämlich Illyrium. Da ist das erfolgreich abgeschlossen worden. Alle Gewehre versuchen jetzt nochmal ein bisschen mehr Damage. Eine Beförderung hier. Wir haben noch Alien-Beute. Das wäre eventuell ein Gedanke. Hinterhaltschance ist da. Mein Widerstandskontakt. Ja, wir gehen das an. Da kann wirklich jede Region der Welt in unsere Ecke bringen. Dann darfst du das. Es gibt plus 1 Gesundheit. Und wenn wir das, können wir aufheben. Und falls die in den Hinterhalt kommen, die wissen sich zu wehren. So, nächste Ausbildung von ihr erledigt. Was haben wir denn noch? Stasis-Schild. Eine Runde immun gegen Angriffe. Aber auch betäubt, okay. Dann machen wir dich einmal immun gegen alles. Nächste Sache erledigt. Wir haben Europa-Kontinent-Bonus. PKS-Effekte werden erhöht. Gut. Asien-Bonus ist aktiv. Ozeanien-Bonus ist aktiv. Südamerika-Bonus ist aktiv. Dann fehlt uns noch Afrika. Maschinelles Lernen. Das wäre der nächste interessante Punkt tatsächlich. Also brauchen wir aber noch einen Kontakt mehr. Dann können wir schon mal Kontakte herstellen. Hopp. was kostet mich der? 60 Informationen, was kostet mich der? Auch 60, macht keinen Unterschied. Also nehmen wir Südafrika mit. Dann stellen wir hier gleich mal... Ne, 300. Schaffen wir nicht ganz. Wir brauchen noch ein weiteres Gebiet. Wir haben bald den ganzen Planeten unter unserer Kontrolle. Wir brauchen noch einen weiteren Kontakt. Wir brauchen noch weitere Informationen. Wobei, Informationen haben wir eigentlich. Wir haben überraschend viele Informationen, fällt mir gerade so auf. Alien-Legierungen oder Avenger-Energie. Wie sieht es denn Energie aus im Schiff? Wie viel haben wir? Wie viel brauchen wir? Dann 40 von 50. Wir können das immer noch boosten. Ich habe mich auch mit das so managen können, dass wir ein Energierelais quasi auflösen können. Aber ne, dann nehmen wir... Wir nehmen mal lieber die Alien-Legierungen, glaube ich, mit. 3 Tage. Wir brauchen 300 Vorräte, dann können wir den nächsten Turm bereits angehen. Auch wenn wir noch nicht alle Gebiete haben. Den Turm können wir trotzdem schon mal bauen, dann kriegen wir das, sobald dann der nächste Kontakt geknüpft ist. Okay, was geht ab? Ah, ein Avatar-Projekt. Halb so wild. Wir haben die nächste Forschung erledigt. Obwohl ich äußerst unentschlossen war, ob ich an dieser Kreatur eine Autopsie durchführen sollte, bevor ich die Dämpfe aus ihrem Anzug gründlich untersucht hatte, wurden meine Sorgen vom Rest des Führungsstabs aufgrund des Zeitdrucks überstimmt. Ich war sehr erleichtert festzustellen, dass das am häufigsten auftretende Element Argon war. Ein bei korrektem Umgang völlig harmloses Gas. Obwohl sie von Größe und Körperstruktur der Muton-Spezies ähneln, scheinen die Andromedon, wie wir sie nennen, über einen anderen genetischen Entwurf zu verfügen als ein Muton. Ich betone hier das Wort Entwurf, weil die Andromedon
mit Ausnahme der extremsten Beispiele mehr als alle anderen entworfen wurden, um nur im Inneren des Schutzanzugs zu existieren, in dem wir ihnen auf dem Schlachtfeld begegnen. Wird dieser Schutzanzug zerstört, führt dies zu einer ähnlichen Reaktion wie bei der Entfernung des Helms bei einem menschlichen Astronauten im Weltraum, also seinem schmerzhaften, unangenehmen Tod innerhalb von Minuten. Hier ist eine Annäherungsmine. Und wir sind inspiriert für... Okay, wir haben gleich zwei Sachen. Ah ne, das eine ist erledigt. Was ist die... Kosten für die... Oh, Illyrium-Leitung wird reduziert. Sehr schön. Was haben wir da noch? Neue Fotos, wie immer. Wir haben immer neue Fotos. Und nochmal mehr mit Beförderungen. Ruhige Hand oder Zielen. Ruhige Hand. Weil meine Sniper laufen normalerweise nicht so viel. Wir boosten einfach noch ein bisschen die Zielsicherheit. Das ist bei Snipern immer sinnvoll. Wir haben nochmal ein weiteres Sofortkill-Teil. Welches PKMS hatten wir? Okay, das gibt plus 4 Mobilität. Wenn wir das in jemanden reinjagen. Ich glaube, das geben wir dir. Macht bei dir mega Sinn. Er muss bewegen, um seinen Nahkampfangriff machen zu können. Und plus 4 ist absurd. Eine Mobilität von 16. Marathon-Sprinter. Okay, also als nächstes können wir ein bisschen PKMS sammeln, damit wir die Option dazu kriegen. Das wird langsam interessanter. Vor allem jetzt, wo wir den Bonus dafür haben. Okay, ihr seid mit eurem Job auch fertig. Das gibt uns genau diesen einen Widerstandskontakt. Vielen Dank dafür. Sollten wir mal Beute fertigstellen. Weitere Einrichtungen brauchen wir nicht. Wir könnten Vorräte sammeln. Wir haben nicht genug, um... Ja, doch, das geht. Tinker, dann kriegst du nämlich plus 1 Gesundheit. Disco. Ihr beiden seid ein Team, dann kann ich euch zusammen dahin schicken. Und das Skill kann auch aufheben, dass einer von euch verwundet wird. Seid etwa 4 Tage unterwegs. Ich glaube, selbst meine zweite Truppe, wenn die kämpfen sollte, schafft das ganz okay. So, neue Legierung. Oh, viele Legierungen. Da könntest du mal Energie aufsammeln. Die nächste Vorratslieferung kommt in 9 Tagen. Zurzeit. Zurzeit läuft das alles viel zu gut. Dann müssen wir noch gucken, dass das Alien, das Avatar-Projekt nochmal reduzieren. Mit einer weiteren Mission. Würde auf jeden Fall Sinn machen für uns. Ah. Okay, bisschen mehr Panik. Aber keine Sorge, Leute. Uns gehört jetzt ganz Afrika. Wir kriegen 800. Bei der nächsten Geschichte. So, sie ist schon wieder ausgebildet worden. Wie hoch kann man euch boosten? Ein Wahnsinn. Inspirieren, Stasis-Schild. Dann mal inspirieren. Oh, wir haben neue Guerilla-Einsätze. Neutralisiere den General. Gib einen neuen Wissenschaftler. Hacke die Workstation im Zug. Gib einen neuen Ingenieur. Das gibt massiv Vorräte. Beschütze das Gerät. Okay, da ist ein Sektorport aber mit dabei. Was haben wir da? Welche Aktionen behindern wir? Ein verstecktes? Gegenfeuer? Ah, okay, da geben die sich gegenseitig Infos. Okay, da ist überall ein Sektorport mit dabei. Dann versuchen wir uns an dem. Bisschen schade, weil das Ding oben fast fertig ist, aber es ist, wie es ist. So, welche Truppe haben wir zur Verfügung? Erstmal Ausrüstung freigeben, dass wir euch möglichst gut aufstellen können.
Okay, wir haben tatsächlich alle Ausrüstung bekommen. Also auch die, die auf einer sonstigen Mission sind, werden da ausgezogen. Oh, der sieht bei dir ja schick. Okay, das kommt drauf an, welche Farbeinstellung der Soldat hat. Bessere Plasmawaffe, Kremlin 3 Hammer. Und dann müsste es normalerweise jemand mit Medic-Skillung sein, also Triple Med Kit sollte drin sein. Yep. Dann haben wir sie als Scout voraus. Das ist gut. Wir haben noch nichts, was wir dir da geben können. Du bist auch geboostet und hast das Teil mit dabei. Das ist okay. Mr. Sniper. Ferngeschosse. Und Gefahrengutweste. Dann haben wir sie noch. Was bist du? Ach, du bist unsere Psi-Soldat. Du bist unsere Psi-Soldatin, nicht in der Ausbildung. Oh mein Gott. Wir haben halt die hochklassigsten Fähigkeiten bereits erforscht. Okay, ihre Ausbildung ist interessant gelaufen. Aber will dich eigentlich ehrlich gesagt noch gar nicht mitnehmen. Ich hätte gern, dass du deine Ausbildung weitermachst. Stitch ist ein bisschen müde. Wir können weiteren Sniper mitnehmen. Oder unseren scharfen Mützler. Da nochmal Notfall-Medikit. Dann haben wir vier Heals mit dabei. Sie macht extra Damage auf. Genau, wir haben noch Rüstungen, die wir verpassen können. Geistanzug macht für dich Sinn. Kann ich dir eher den. Für dich macht der Bohranzug tatsächlich mehr Sinn. Schredderkanone für den Fall. Flammenwaffe brauchen wir nur, wenn wir. Ja. Flammenwaffe ist für die Kollegen, die. Ja, du hast schon Geistanzug. Für die Lost, für die Verlorenen. So, Gravedigger. Und dann noch eine Rüstung. Wir haben eine bessere Plasmalanze für dich. Ich wollte irgendwie ständig gucken, ob die alle die richtige Waffen anhaben, wenn ich das ständig zurückgebe. Okay, das sind beides plus 10. 10er. Okay, stimmt, wir haben jetzt lauter Rüstungen gebaut. Warum können die alle bessere Rüstungen anhaben? Deine Waffe ist verbessert. Da gibt es nichts mehr zu retten. Seine Waffe ist normalerweise auch verbessert. Ihre Waffe müssen wir noch kurz gucken. Nee, weil du hast eine Schrotflinte. Wir könnten dir das Plasmagewehr geben, aber. Was macht denn deine momentane Waffe? 4 bis 6 plus 1. Nein, falscher Knopf. 4 bis 6 plus 1. Also das ist 7 bis 9. Ja, wir müssen deine Waffe. Du bist, hast ja dann keine Schrotflinte als Ranger, aber ich meine, die Waffe macht da deutlich mehr Sinn. Die einen haben ihre Sniper. Und auf geht's. Ein Sektor-Pod ist mit dabei. Aber wir haben Scout und wir haben zwei Sniper. Hier sichere und beschütze den Transmitter. Wir
Mir noch mit dabei. Du kannst wahrscheinlich rennen wie ein Irre. Mit deinem neuen Mobilitätsbonus. Halleluja. Okay, beschütze das Abfragegerät. Alles klar. Geh mal nicht davon aus, dass auf dem Dach was rumsteht. Okay. So viel zum Kodex. Kommt die näher? Ein wenig. Wo ist denn mein anderer Sniper? Ach, du hast die gerade so nicht im Visier, so weil wir keine. Weil die Vision da fehlt. So, normalerweise müssten wir jetzt doch, genau. 66% Crit-Chance. Das erklärt, warum die gerade so massiv weggekrittet haben. Gott, Kletterhaken sind was Tolles. Ah, das hat den Kletterhakenzug tatsächlich verwendet. Oder bist du ein Nee, du bist ein Sniper. Du hast deinen Zug schon. Hast deinen Schuss schon geschossen. Aber dann haben wir einen Sniper auf dem Dach. Hii. Oh, da sind noch mehr. Wir könnten den wegnatzen, aber dann stehst du halt vollkommen offen zu den hinter dir. Versuchen ist groß. Okay, wir können zurücklaufen. Ja. Du bist auch ein Sniper. Du kannst auch mit aufs Dach. Oh, wobei, ich habe Angst, dass der mich gleich vom Dach runterschießt. Dich haben wir noch. Ah, wir haben den Hacker mit dabei. Einmal in die andere Richtung. Okay, wie lange hält das Ding durch? So, er brennt. Er brennt nicht mehr. Können wir mit dem Hacken hier was tun? Er sollte einen relativ guten Hackwert haben. Na, ich war mal zu greedy.
Okay, damit ist das schon mal weg. Dann setzen wir einmal nach. Schade. Okay, die kann dann auf jeden Fall zersäbeln, sobald wir da rankommen. So, seine Rüstung wird auf jeden Fall deutlich weniger. Sollte das auch mit dem Messer klappen im nächsten Zug? Wir haben dich noch gegen... Okay, das ist anscheinend keine Deckung. Wo steht der große böse Roboter rum? Müsste irgendwo hier sein. Wie, du hast den nicht im Visier? Oh mein Gott. Einmal bitte ausknipsen. Jetzt müsste die eine doch das sehen, oder? Oh, für 3 Runden abgeschaltet. Ha! Hat so gescheppert, das hat das die Maschine gleich ausgeschaltet. Das ist grandios. Ah, vergessen, dass das dämliche Ding explodiert. Ja, wie lange hält das Ding durch? Ist ja keine Hitpoints, das ist besorgniserregend. Stimmt, der stellt ja automatisch Hitpoints wieder her. Da ist das fette Teil. Überall Zivilisten, das ist ein Problem. Okay, es hat noch Hitpoints. Ich sehe jetzt tatsächlich mal die Hitpoints von dem Ding. Gut, wir haben das große böse Ding im Visier. Okay, er macht auch richtig Party. Okay. Wem kannst du deine Deckung deinen Zug verpassen? Hier. Hier. Den Schildträger ausschalten. Und dann wandern wir mit dem mal ein bisschen rückwärts. Weil der Sektorpod er wird da durchmarschieren. Ah, da ist er schon. Du machst halt mächtig Schaden. Genau, weil du hast das tolle Teil, das Bonusschaden auf die Maschine macht. Ja. Guten Tag.
Eine schöne Kombo. Er will weglaufen, aber weglaufen ist nicht erlaubt. Der Feuersturm wird jetzt noch, könnte jetzt noch ein bisschen wehtun. Okay, anscheinend tut er doch nichts. Das ist deren ständige taktische Analyse. Jetzt hat noch halbe Hitpoints. Jetzt wird's spannend. Okay, es lädt die Zornkanone. Das ist gut, weil das... Dafür muss es quasi einen Zug opfern, an dem es nichts wirklich tut. Oh, ich würde den so gerne hacken. Wir haben ja die Hack... 65%. Ich will mal beim anderen. Ich kann das ja testen. Ich kriege den Zug wieder. Okay, jetzt steht dran, ich habe T-4. Jetzt habe ich es auf Abklingzeit. Dann betäuben wir dich mal vorübergehend, weil das ist ein relativ sicherer Move. Also müssen wir uns um den vorläufig nicht kümmern. Für wie viele Züge das gilt. Immer für mehr als einen. Weil das Ding kann man so ausschalten. Sag ja. Wenn man einfach nur eine absurde Masse an DPS-Lern hat. Lass mit dem mal vorwärts laufen. Stimmt, wir können noch einen weiteren Soldaten da aufstellen. Also ich kann natürlich auch noch ballern, theoretisch. Dann kannst du dich mal zeigen, dass 100% und kannst zwei Schüsse abgeben. Peng. Ich kann mit dem da hochstehen. Hm, schön. Können wir das mal kurz aufsammeln. Oh, wow. Und ihn wegballern. Da kannst du mal laufen, aber nichts angreifen. Wir haben das Mac-Ding natürlich noch. Guten Tag. Also ist schon weggerannt, als ich näher gekommen bin. Dann machen wir das Ding noch weg. Ah, schön. Ein Zeitschuss. Lebt das Ding noch? Es lebt noch. Gerade noch. Ah, ein Streifschuss. Es lebt immer noch. Wo ist unsere
unsere Psi-Gedöns-Dingens. Rein da, drauf da. War's das? Waren das alle? Alle Feinde erledigt. Gebiet gesichert. Yay! Eine Verwundung, der Rest hat gut funktioniert. So, da ist mir Zeug. Einmal 6 Tage Verwundung für ihn. Alle ein bisschen müde. Aber wieder mal ein Haufen Zeug. Das ist 15% der Instant Kill. Und ja, wir kriegen sehr viele Vorräte und wir haben unsterbliche Treue findet. Okay, rund um Angst vor dem Auserwählten. Das heißt, wir haben da jetzt ja ein bisschen zu tun, was das negative Effekte entfernen angeht. Okay, Vorratsbeschaffung ist schon fertig geworden. Okay, das Projekt. Nein, so nah sind wir am Elend doch noch nicht. Noch nicht. Erstmal gibt es hier rundum Meldungen. Das Avatar-Projekt können wir jetzt einfach mal kurz stoppen. Das ist kein Problem. Welche Variante hätten es denn gern? Die kürzere. Gravedigger. Nein. Andersrum. Die Chance auf den Hinterhalt ist hoch. Chance auf den Hinterhalt ist hoch. Schicken wir euch beide. Fangannahme können wir auf jeden Fall verändern. Ihr seid relativ zügig unterwegs. 5 Tage, um das Projekt zu bremsen. Was gibt es noch auf der Weltkarte? Wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Genau, ich wollte einen Turm aufstellen. Okay, Bau der Deliriumleitung ist abgeforscht. Und wir haben nochmal einen Datenspeicher, den wir erforschen können. Dann ist der erledigt. Wir brauchen aber nochmal einen Turm, um den Bonus hier zu kriegen. Kostet mich aber schon 350. Also langsam wird das Ding teuer. Es gibt oben Vorräte, die wir uns schnappen können. 18 Tage. Easy. Ah, okay, Alien Code. Aber wir bauen jetzt gerade keine neuen Kontakte an, weil uns die Geschichte dafür fehlt. Okay, sie war weiter in Ausbildung. Und wir ausbilden dich einfach, bis nichts mehr kommt. Bis nichts mehr geht. Okay, nächster Datenspeicher ist dekodiert. Oh, schön. Inspiration für die Strahlenkanonen. Dauert das nur 8 Tage. Dann macht mal. Da kommen dann die ganz großen Waffen raus. So, da ist ein Hinterhalt. Ein Elite-Schildträger, ein Muthorn und ein Andromedon. Und Verlorene. Ich meine, der eine hat seinen Haken. Die andere ist ein Ranger. Die sollten relativ schnell durchs Gebiet kommen. Darum habe ich die eben ausgewählt. Okay, da sind wir. Genau, das hier ist auch verborgen. Wenn ich nicht auf das... Doch. Doch. Sehr schön. Also geht jetzt das Licht an, dass wir verfolgt werden. Genau. Bis die da ankommen, sind wir schon über alle Berge.
Da ist der... der Anführer. Bei wie viel Schaden können wir den auf... können versuchen, die anzugreifen, aber... Ich hab gedacht, da kommt tatsächlich mehr. Vor allem, weil es hieß Andromedon. Gucken wir mal. Hat eine höhere Prozentchance als... als normales Draufschießen gehabt. Ah, verfehlt. Schade. Oh, unantastbar. Ist klar. Und tschüss. Du kannst nochmal verbergen. Dann bist du nämlich ganz wichtig, um voraus zu scouten. Ja, das ist ein Gegner, den wir gekonnt ignorieren werden. Ah, zu spät. Den tun wir uns mit den beiden ganz sicher nicht an. Das ist supi. Mega Distanz und schon mal ums Hauseck herum. Dann gehen wir leichter durchs Gebäude. Eben wichtig ist es, von dem großen bösen Viech wegzubleiben. Da kommt der Schwarm. Fünf. Ich glaube, das ist eine Ebene unter mir. Ja, die sind hier unten. Also kümmert es mich gerade gar nicht so. Da ist nochmal einer. Das ist ein Schildträger. Ja, das Hauptproblemkind ist der Andromedon. Und da ist auch schon das... unser Ausgang. Okay, also wir sind schon fast am Ziel. Ohne größere Schwierigkeiten. Okay, nee, das geht noch nicht. Ich meine, das könnte ein Instant-Kill werden. Jop. Noch das Item aufsammeln. Wunderbar. Nehmen wir noch einen Mehrlader mit. Max und Zug können beide abhauen. Okay, da.
Da wimmelt ein bisschen was, aber nicht unser Problem. Um ehrlich zu sein. Problemlose Evakuierung. War nicht alles gekillt, aber das war nicht der Auftrag. Und wir arbeiten nur nach Vorschrift. Ja, da sind sie, ohne größere Schwierigkeiten. Und natürlich heißt das natürlich Avatar-Projekt reduziert. Okay, da kriegen wir neue Widerstandskontakte, das ist wichtig. Wir können das gleich nochmal machen. Beute sicherstellen. Wobei sollten wir nochmal Beute sicherstellen? Wir haben sehr viele Informationen. Die Gefangennahme dazu verhindern. Da ist verwundet hoch und gefangen hoch. Bei verwundet können wir riskieren. Wallace ist dein Kollege, okay. Dein Kollege ist Ross. Wir geben das Leuten, die nicht so krass sind. Denn im Prinzip, da ist nur eine Verwundungschance. Also auf euch kann ich 7 Tage locker verzichten. Beste Verbesserung ansehen. Wir haben da doch schon. Wir haben schon beide Verbesserungen aktiv. Da tut sich nichts mehr. Ah, wir können die Kameradschaft von denen upgraden. Wo ging das nochmal? Da. War der Slot. Besser der Kameradschaft. 3 Tage. Was gibt denn das denn? Gemeinsam Einsatz bei einer verdeckten Aktion reduziert den Dauer um einen Tag. Oh, das ist cool. Das muss ich dann drauf achten. Hilfesteller. Bonus auf Zielen, wenn sein Karamat dieses das Ziel angegriffen hat oder von diesem angegriffen wurde. Und daneben steht noch mehr. Wenn er den Zug nebenan beendet, dann werden sie von allem... Okay, die werden ja richtig gute Kumpels. Aber ich schätze mal, wenn ein Kumpel stirbt, dann wird das auch richtig problematisch, könnte ich mir vorstellen. Das gibt dann richtig Probleme. So, negative Eigenschaften entfernen, Siedlungen, okay. Vorratslieferung kommt in einem Tag. Dann gehen wir den nächsten Widerstandskontakt an. Wir brauchen noch ein paar... Okay, da kommt der Befehl, wir kriegen 900. Waren beeindruckend. Wunderbar. Okay, er ist jetzt trainiert. Reduziert den Willen, das ist ein Problem. Ich meine, sie macht endlos weiter, sie können wir nicht mehr stoppen. Mein nächstes Ziel wäre jetzt, ihn zu stoppen. Wir haben inzwischen krasse Leute. Und das wird langsam echt unangenehm, wie viel die da machen. Da haben wir nichts Neues. Massive Vor... 1200 Vorräte. Wem ist im Schwarzmarkt, kaufen wir mit Informationen ein. Das heißt, da geht gar nicht so viel. Genau, Widerstandskommunikation ist voll. Wir reduzieren gerade einen negativen Effekt. Oder? Nee. Er ist fertig geworden. Wir können den nächsten da rein stopfen. Gut, aber wir machen hier erstmal einen Cut. Es geht auf jeden Fall vorwärts. Wir schwimmen plötzlich im Geld. Ganz was Neues. Mal gucken, wie wir das dann ausgeben. Ich meine, ich könnte noch... Ich kann jetzt die Illyrium-Leitung anschließen, dann haben wir auf jeden Fall keine Stromprobleme mehr. Und dann können wir vielleicht noch den Raum bauen, der uns... oder einen der Räume bauen, die uns noch fehlen. Forschung macht ja auch Fortschritte, also... Ja, wir arbeiten alles ab und halten das Avatar-Projekt in Schach. Und wir sollten uns dann eigentlich mal um das Codex hören und das Zeug kümmern. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.